881, der nächste, das ist Stefan Karl, EVB Lupo. Und dann freuen wir uns auf Patrick Lorenzer. Mittlerweile haben wir auf dem BB 335 IE 92 Lukas Eckstein im Ziel, Bauer Martin war dann der nächste Mr. Saxo. Jetzt haben wir unsere beiden Audi TT Piloten, der Audi TT 1 vom AG. Also um die Klassensiege, das heißt auf den Gesamtsieg der heutigen Veranstaltung auf der Strecke in der Historikklasse bis 14 Kubik Zentimeter aus Geister für den MSC Mühlbach. Das ist Dominik Neumann, die Mini Cooper gestartet in der Historikklasse bis 2500 Kubik, jetzt Christian Trimmel, der Niederösterreicher im Ford Escort RS 2000.
Dann haben wir am Start auch in der Klasse Fliegzeit ausgeführt. Und Manfred Zöchling beschließt dann diese Klasse bis 2500 Kubikzentimeter der Niederösterreicher Impuls auf einem VW Golf GTI. Bestzeit bei den historischen Fahrzeugen Reinhard Sonnleitner, der Niederösterreicher, ist unter dem Lübach genannt, im VW Rallye Golf G60. Und zum Abschluss aus dem Burgenland im Martini Lancia Delta Integrale Herbert Neubauer. Und dann resümieren wir die Klasse. Einige Klassiker stehen ja bereits fest, quasi Solisten, aber sollte Leistung natürlich nicht schmälern. Gratulation einmal an Dominik Neumann im Mini Cooper, gleich geht für Christian Trümmel im Ford Escort, Manfred Zöchling, Sieg vor Thomas Kalex. Da ist eine knappe Geschichte gewesen, 41 Hundertstel Sekunden von Manfred Zöchling den Ausschlag gegeben. Und auf Reinhard Sonnleitner, der Reinhard Sonnleitner geht es auch. Danke für das Teil des historischen Fahrzeugs. Und mittlerweile geht es natürlich weiter bei uns. Thomas Grossauer ist unterwegs, der Oberösterreicher in Suzuki Sport. Nach ihm dann Patrick Schörkober, der Oberösterreicher in Plätze. Amara, Bernd Meyer, der am Start steht, der Platzitzer im Honda Civic R mit der 208. Die ersten vier Fahrer sind ja innerhalb von 0,7 Sekunden hier. Das ist der Miauer. Also da wird sicherlich jetzt noch spannend in Rennlauf 3. Und da kommen wir jetzt in Obladern R2, Franz Kohlmann. Dem gratulieren wir jetzt einmal in zweierlei Hinsicht, und zwar zum Sieg gesamt bei den historischen Fahrzeugen der Niederösterreicher im VW Rallye Golf G60 und zum zweiten zum Klassensieg in der Division 2 Klasse 15 Gewinner vor Herbert Neubauer. Die besten noch im Rennlauf 3 der Reinhard Sonnleitner 49,138. Für Manfred Zöchling 54,
31 für Thomas Thales, 53:046 und für Dominik Neumann wird es 9:09. Zum Aufschlag in Sieger, sehr Ibiza gegen 2 Liter 16 Paul Jürgen Steiner. Start mit der 202 aus Ebensbach im Dreiergolf Maximilian Adelmann. Zu ihm gestartet, daneben ist dann die 198. Das ist Michael Zizia aus dem Zuschlag im Vorn Seebad Gessner RS. Er ist derzeit nach zwei Rennläufen auf Platz 4. So, Michael Dezina gestartet, die Zeit für Bernd Meyer jetzt 51:03:97, für Thomas Grossauer 52:07:16, für Franz Kuhlmann 53:02:71 und Patrick Schirkova. Start jetzt Markus Reit, der Platnitzer für das KTW-Team genannt, für das KTW-Team rund um Eleara. 107 Zeit, ja. Klaus Demuth, der Kärntner. So, für Wolfgang Schütting die Zeit 51:06:61, damit festigt er erst einmal Platz 5. Maximilian Adelmann 57:59. Und der letzte, das sind die 194. Tobias Großsalber aus Maria Neustift in Oberösterreich auf einem VW Polo. Der Steirer aus Jam St. Anna am Eigen,